Hallo! Heute ist das letzte Heimspiel der Saison. Hannover 96 spielt gegen Holstein Kiel. Wir wollen mal hingehen, uns hinsetzen, ein paar Biere trinken, ein bisschen fachsimpeln. Vorher gehen wir noch frühstücken in die Markthalle, danach noch ins Courtyard. Also wir machen uns heute einen richtig schönen Tag. Nehmt euch einfach mal mit, damit ihr mal seht, was das schöne Leben ist. Gut anmoderiert? Danke. Mein Outfit heute besteht aus meinem LS-Hooligan-Brustbeutel. Das T-Shirt ist selbst designt. Wir sind die W4-Wütenden. Wir sitzen nämlich im Stadion in Block W4. Also von hinten nochmal. Niedersachsenstadion, W4. Wütende. Die Hose ist von Pabia Saint-Germain mit meiner Rückennummer 78, weil ich, das ist voll gelogen, 87, ne? Schuhe, Adidas. Und dann Spezi, Servus. Schöne Kette. Im Hooligan LS Brustbeutel sind enthalten Schlüssel, Kopfhörer, Sonnenbrille, Personalausweis, 65 Euro in bar und mein Telefon. Und Ersatzakkus für die Kamera. Content. So, wir waren jetzt frühstücken, es war sehr lecker. Es gab diese Bowl, Acai Bowl oder AK oder Achai, ich habe gar keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall so eine Bowl mit Materialien da drin. Sehr viele Vitamine, die hat man sofort mit dem ersten Löffel geschmeckt. Mhm. Ich schmecke richtig die Vitamine. Ist eine schöne Aufnahme? Eine schöne Aufnahme? Damit ist der Tag gestartet und ich freue mich auf ein schönes Event heute. Denn Fußballspiel ist mir auch ein Event für die ganze Familie. Und es geht nicht um Fankultur, sondern nur Eventfans sind wir heute. Ich denke, dass wir dann auch fleißig einkaufen im Fanshop. Kaufen uns noch ein schönes Trikot, vielleicht noch ein Armband und eine Käppi. Ein Schal auf jeden Fall noch. Wir müssen gucken, ob wir den Text von der Hymne, ob wir den aufs Telefon kriegen, damit wir mitsehen können. Na, hier ist das hier Raschplatz. Hier ist die Szene versammelt. Aber nicht die schlimme. Drogen. Hier stinkt es auch nach Pisse. Das wollen sie jetzt hier ein bisschen schöner machen. Jetzt haben sie hier so einen Soccer-Court aufgebaut. Da spielen Kinder gerade Basketball. Hier ist so ein Klettergerüst. Ja, total geil. Mickey Krause tritt hier am 2.6. auf. Da können wir alle mal Schatzi schenken, mir ein Foto singen. Soll ich ein paar Klimmzüge machen? Mehr schaffe ich nicht. Dips auch noch machen? Ach, geht nicht. Schnell weg hier. So, wir sind inzwischen an der Markthalle angekommen. Das Problem ist, was ich nicht bedacht habe, heute ist Sonntag. Wahrscheinlich hat die gar nicht geöffnet. Da draußen sitzt keiner. Nicht geklappt. Also wir sind jetzt statt in der Markthalle zu, wie heißt der Shop überhaupt? Sissi und Franz gegangen und wollen hier mal ein paar Burger. Nein, wollen wir gar nicht. Wir trinken einfach nur Cocktails und essen eine Pommes, bevor wir dann gleich Richtung Stadion jetten. Ein paar Informationen zum Spiel. Hannover ist 9. in der Tabelle, Holstein Kiel 10. Egal wer gewinnt, sollten die Plätze 8 und 7 patzen, können alle noch 7. werden. Das heißt, es geht um ein paar tausend Euro, die heute verdient werden können an Fernsehgeldern. Ansonsten aus den letzten 5 Begegnungen hat Hannover 3 gewonnen, 1 unentschieden, einmal verloren. Im Hinspiel war es ein 2-1 für 96. Ich gehe davon aus, dass 96 heute gewinnt. Henrik Weidand hat heute sein letztes Karrierespiel. Der hat 5 Jahre lang bei 96 gespielt, der Märchenprinz. Von irgendeiner Blebo-Mannschaft da aus der Kreisliga zu den Amateuren, von den Amateuren zu den Profis. Im ersten Spiel direkt genetzt gegen Bremen in der ersten Bundesliga. 96 ist natürlich dann irgendwann auch wieder abgestiegen, ist aber nicht schlimm. Henrik hat sich jetzt eine schöne Wohnung in der Südstadt gekauft von dem Geld. Macht jetzt nach 5 Jahren Fußball, sagt er, es ist Schluss. Er hat nebenbei einen Bachelor und Master gemacht in den Steuerwesen oder sowas. Ich kenne mich da auch nicht so genau aus. Und arbeitet jetzt in der Kanzlei seines Vaters mit ab. Ich weiß nicht, ob er es jetzt schon macht oder ab morgen. Hat auf jeden Fall im Traum Fußballprofi gelebt und hat es im Prinzip durchgespielt. Ich glaube, besser als 96 kann er es auch nicht mehr bekommen. Weil, sind wir mal ehrlich, wäre er ein Topstar, würde er weiter kicken und nicht mehr Steuern machen. Ne? Ich hoffe und pokere, dass, weil er sein letztes Spiel ist, dass sein Trikot-Flock umsonst ist. Dann kann ich mir ein Trikot kaufen heute mit Henrik Weidand-Flock hinten drauf. So, jetzt hoffe ich, dass gleich die Caipirinha kommt. Ich sage euch, wie es schmeckt. Wie voll das ist hier. Guck mal. Sieht man das? Alter, richtig voll gemacht, die Bude. Da wollen wir mal. Schmeckt sehr sommerlich. Zucker im Mund war. Sind schon kalt.
never hit so hard in love. Soll ich Henne schreiben, ob ich sein Trikot haben darf? Henne, kann ich dein Trikot? Der antwortet sowieso nicht. Hat er noch nie gemacht. Danke dir. Hast du einen Mülleimer? Das ist der Beste. Danke dir. Servus. Ich nehm's gleich wieder. Prost. Eigentlich ganz schön hier der Weg, so durch die Bäume, die Allee entlang, oder? Hätte man doch ein bisschen eher kommen können. Wie viel Uhr ist es? 6:00. Ja gut, das reicht mir von der Zeit. 15 Uhr wollte ich da sein. Ich habe auch richtig gute Laune. Bin richtig gut drauf. Ja, was eine Aufnahme, oder? Was ein Shot, oder? Da wollen wir mal die aktive Fanszene filmen hier. Da wollen wir mal der Polizei ein bisschen zuarbeiten hier. Hier kommt die Gerücke Nummer 9, Henne!
Ich will Bier kaufen. 78. Spielminute. Ich bin nur hier, weil das letzte Spiel von Henne ist. Danke, Henne. Du hast mir Spaß gemacht. Henne, kann ich dein Welcome, welcome, meine Freunde. Wir haben inzwischen mit der aktiven Fanszene noch ein paar Bier getrunken. Das konnte ich euch nicht zeigen. Jetzt sind wir auf dem Weg ins Courtyard Hotel. Da trinken wir noch ein Bier am Maschsee und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte keinen, weil 96 gespielt hat. Wirklich wie die letzten Techergesichter. Bin auch privat enttäuscht von denen. Dann wollen wir nochmal ein Bier am Maschsee trinken. Hier, Courtyard. Total geil, oder?